gehen. Ich freue mich aber in der vorweihnachtlichen Zeit immer darauf, wenn die Sonne untergeht und wenn dann die Häuser so erstrahlt werden, so jetzt mit den Lichterketten und so weiter, da lassen sich ja viele unglaublich einiges einfallen. Aber es gibt da eines, also ein Haus, und zwar in der Nähe von München, Olching. Also was das zu bieten hat, vergessen Sie alles, was Sie gesehen hat. Der Mann, der verballert in der Weihnachtszeit 13.000 Kilowattstunden. Das ist normalerweise gut für 3 Familien pro Jahr Stromverbrauch. Ist Manfred Bieringer mit seinem hellsten Haus im Servusraum. Beim Weihnachtshaus im bayerischen Olching gibt es große Augen. Denn hier erzählt ein Weihnachtsenthusiast im Vorgarten selbst erfundene und selbst inszenierte Geschichten. Wenn die Kinderaugen leuchten, also das ist man natürlich dann schon froh. Nicht? 2 Monate lang dekoriert und tüftelt der gebürtige Österreicher Manfred Bieringer an seiner Inszenierung. Inspiriert von einem weihnachtlichen Urlaub in den USA, fing er an zu schmücken und zu unterhalten. Das ist eigentlich unser Hauptprotagonist. Das ist unser Snowy, unser Schneemann, der unsere Weihnachtsgeschichte dann dementsprechend erzählt. Und die Leute in der Umgebung wissen, sobald er aufgeblasen ist, dann ist Weihnachten nicht mehr weit. Neben Snowy gehört eine engelsreiche Schaufensterpuppe zum Ensemble mit der Hauptrolle. Ja, das ist unser Christkind. Das ist natürlich die wichtigste Figur bei der Weihnachtsgeschichte. Denn es soll ja eigentlich ein Happy End geben und das Christkind wird alles zum Guten wenden. Die Weihnachtswelt im Vorgarten erstrahlt mit tausenden Birnchen und LEDs. Im Keller befindet sich die Schaltzentrale. Ein normaler Haushalt verbraucht etwa 3.500 Kilowattstunden Strom im Jahr. Das Weihnachtshaus 13.000. Die Energiekosten, das ist natürlich ein eigenes Thema, muss ich ehrlich sagen. Im Gegensatz zu Österreich, wo die Preise immer wieder sinken, also steigen sie in Deutschland, die Strompreise. Und wenn es dann so weitergeht, wird eines Tages wirklich einmal dann kein Weihnachtshaus in Olching mehr sein. Dann müssen wir die Lichter komplett dann abschalten. Aber noch leuchtet der Advent in Olching und für Manfred zählt nur, dass sich die Kinder freuen. Jeder kriegt so mit diesem Zauberstab. Mit dem leuchtenden Zauberstab wird sogar interaktiv. Die Kinder dürfen Schneemann Snowy damit tatkräftig unterstützen. Kannst du das dann aussuchen? Hm? Was willst du denn für einen? Den da? Oder den Grünen? Den Grünen, bitte. Ja, nervös ist man immer bei der Premiere. Also, aber ich bin guter Dinge und wie gesagt, die Kinder sind jetzt da und wir können jetzt drauf losstarten. So, oder? Hier wird jetzt das Programm abgespielt und dann läuft die ganze Sache. Jetzt geht's wieder los. Snowy, wir fliegen. Fahren, Häschen, mit dem Ballon fährt man. Herrlich, auf diesen Ausflug habe ich mich schon so viele Tage lang gefreut. Die Geschichte erzählt von einer Hexe, die alle Kinderwünsche gestohlen hat. Snowy und das Christkind befreien die Wünsche. Ich fühle mich auf jeden Fall bestätigt. Also das auf jeden Fall. Also wir brauchen nur mal das so durchschauen und da sieht man ja, wie die Kinderaugen ganz groß werden und wie die dann einen Spaß haben an der Sache dann und wie sie auch mitgehen vor allem bei der Sache. Während der Inszenierung verschwindet Manfred Bieringer und kurz darauf erscheint der Weihnachtsmann. Er begrüßt die Kinder und fragt alle nach ihren Wünschen. Freust du dich schon auf Weihnachten? Ja. Ja? Und aufs Christkind und am Weihnachtsmann? Und was wünschst du dir? Eine Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine? Nicht vielleicht doch eher eine Kakaomaschine? Egal, das Christkind bringt sicher das richtige Geschenk. Also die Kinder bei euch in Deutschland trinken also Kaffee? Nur starken Kaffee. Nur starken Kaffee.